Hallo, ich bin Jörg von der Digitalagentur Interaktiv und ich zeige euch heute ein paar Ideen, wie KI, künstliche Intelligenz, zukünftig eure Content-Arbeit für Websites und in euren Website-Systemen unterstützen kann. Und wo stehen wir gerade, um da ein bisschen drauf zu gucken? Wir haben alle, glaube ich, intensiv in den letzten Wochen ChatGPT genutzt oder auch Apps, die auf OpenAI-Technologien auf ChatGPT beruhen. Und meistens haben wir jetzt noch den Medienbruch, dass wir irgendwas an Text erstellen in ChatGPT und dann per Copy and Paste in unser CMS irgendwie übertragen müssen. Und wir haben uns gedacht, hey, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir es schaffen, die KI-Funktionalitäten direkt im CMS verfügbar zu machen, wenn wir dort Inhalte erarbeiten könnten, wenn wir Inhalte überarbeiten könnten und korrigieren lassen könnten. Und wie sowas aussehen könnte, wie sowas aussehen kann, habe ich jetzt anhand unseres Lieblings-CMS Plone mal zusammengestellt und will euch das zeigen. Und einige von euch werden über dieses Video wahrscheinlich gestolpert sein und wissen nicht, was Plone eigentlich ist. Von daher ganz kurz ein paar Worte zum Content-Management-System unserer Wahl. Plone ist ein Enterprise-CMS, es ist Open Source. Es ist quasi das Schweizer Taschenmesser unter den CMS aus unserer Sicht. Es kann für Websites, für Intranets, für eigentlich jede Art von webbasierte Applikation hervorragend genutzt werden. Und nicht zuletzt ist Plone eine super Community von Menschen, die weltweit tätig sind, um das System zu verbessern und voranzutreiben. Und wir haben jetzt in Plone zwei Beispiele, wie wir das Ganze, wie wir KI, das Thema KI integrieren könnten. Dazu zeige ich euch eine kurze Demo im System, in Plone selbst. So, das ist im Prinzip eine normale Plone-Seite. Wir haben hier ein Redaktionssystem, einen Editor zusätzlich installiert, um Texte, Bilder pflegen zu können, bei Track and Drop pflegen zu können. Und haben innerhalb dieses Editors dann die Möglichkeit, auch die KI zu nutzen. Wir haben hier Generieren und Überarbeiten, zwei Buttons, mit denen tatsächlich die KI-Funktionalitäten direkt aufgerufen werden kann. Wir nehmen uns jetzt mal den Use Case. Wir sind, sage ich mal, Redakteur einer Universitätswebsite und sollen eine Zusammenfassung, eine Einleitung für unsere Website schreiben. Dann würde ich das jetzt in natürlicher Sprache an die KI übergeben, so wie wir es von ChatGPT kennen. Klicke hier auf Generieren und in dem Fall sprechen wir jetzt auch die Schnittstelle von OpenAI an und fragen die Texte ab, die OpenAI uns erstellt. Das dauert jetzt ein bisschen. So, jetzt habe ich meine Texte hier. Ich habe Vorschläge zurückbekommen und wir nehmen jetzt mal an, das erste Ergebnis würde uns super gefallen. Wir müssen jetzt nicht in die Details gucken. Dann sage ich Übernehmen und habe dann diesen Text direkt in Plone übernommen. Was wir hier sehen, ist ein Plone 5, ein Plone 5 Classic. Das, was wir hier zeigen, funktioniert genauso gut mit Plone 6 Classic. Es funktioniert genauso gut. Es kann genauso gut funktionieren mit Volto, dem neuen Frontend für Plone 6, so dass wir hier von der grundsätzlichen Vorgehensweise eigentlich eine super Möglichkeit haben, die KI direkt in Plone zu nutzen. Wir können hier nicht nur generieren, wir können auch Dinge, die da sind, können wir uns vorstellen, dass wir die umgestalten. Wir haben hier verschiedene Aktionen eingebaut. Wir haben ja Auflisten, Erweitern, werblicher gestalten. Ein Text werblicher präsentieren könnte eine sehr nützliche Funktion sein oder auch Übersetzungsfunktionen haben wir mit eingebaut. Das Ganze im Moment hier prototypenhaft. Wir richten es auf jeden Kunden dann so aus, dass die Funktionalitäten eben auf das passen, was in dem jeweiligen Projekt, in der jeweiligen Website notwendig ist. So, soweit zur ersten Anwendung, zur ersten Demo. Dann habe ich im Prinzip als zweite Variante anzubieten ein separates System. Also eine App, die für sich alleine steht und dann per Schnittstelle mit Plone verbunden wird und letztendlich das, was in der App generiert wird, dann zu Plone überträgt. Auch das können wir uns mal anschauen. Wir sehen jetzt hier das Dashboard sozusagen unseres KI-Schreibtools, unserer separaten App. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, um Redakteuren Hilfestellung zu geben. Ein Brainstorm-Tool zum Beispiel, um die Ideenfindung zu erleichtern. Ein Storytelling-Wizard,
mit dem ich einen Nutzer durch die gesamte nutzerzentrierte Erstellung, die Strukturierung einer Landingpage zum Beispiel führen kann, bis zur letztendlichen Erstellung der Texte. Und was wir uns jetzt konkret hier angucken, ist das sogenannte Freestyle-Tool. Mit dem Freestyle-Tool greifen wir auf Templates zurück. Wir haben hier verschiedene Kategorien. Eine Template-Kategorie wäre Blog zum Beispiel. Ich nehme jetzt mal hier den Blogbeitrag für einen Reiseblog, um das an einem Beispiel durchzuziehen. Und was jetzt passiert ist, es wird ein Prompt vorgegeben für, also ein Briefing hier rechts wird vorgegeben für einen Blogbeitrag, einen Reiseblog. Und das kann ich jetzt beliebig anpassen. Hier geht es jetzt um den Eiffelturm. Und wir ergänzen das mal oder ändern das mal in Baskenland. Baskenland, da wird die nächste Blumenkonferenz dieses Jahr stattfinden. Dann haben wir hier die Zielgruppe Familie mit Kindern, lassen wir. Und dann gibt es 5 Tipps für einen Besuch. Das ändern wir mal in Baskenland. So. Und dann können wir hier die KI abfragen und können Texte zu diesem Blog-Thema mit dieser Ausrichtung, mit dieser Zielgruppe erstellen lassen. Es kommen jetzt gleich 3 Varianten zurück zur Auswahl und davon kann ich dann mir eine auswählen und diese weiter bearbeiten, anpassen oder auch den ganzen Prozess nochmal aufrufen, wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein sollte. Das dauert ein bisschen, wie gesagt, sollte aber jetzt in 1-2 Sekunden da sein. So, jetzt habe ich hier rechts meine Varianten, die von der KI erstellt wurden, meine 5 Tipps. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die erste Variante uns gefällt. Ohne jetzt großartig zu lesen, übernehmen wir die in unseren linken Editor-Bereich. Hier würde die komplette Seite entstehen mit dem Freestyle-Tool. Ich könnte hier sagen, Element hinzufügen und dadurch ein neues Textelement hinzufügen. Ich kann aber auch bei bestehenden Textelementen weitere Funktionen nutzen, kann diesen Text KI-basiert umschreiben lassen, kann eine Übersetzungsfunktion nutzen oder was wir jetzt hier beispielhaft mal machen, ich kann den Text weiterschreiben lassen. Das heißt, wir haben hier schon 5 Beispiele gehabt oder 5 Vorschläge gehabt, was ich denn im Baskenland mit meiner Familie tun kann. Und siehe da, die KI hat mir jetzt noch die Vorschläge 6 bis 8 ergänzt. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Kann natürlich die Texte jetzt beliebig selbst anpassen. So, was uns jetzt letztendlich noch fehlt, ist die Übertragung zu Plone. Das funktioniert hier über diesen Button. Ich kann jetzt hier meine Website eingeben, wo das Ganze erscheinen soll. Da fehlt uns ein Admin. Und dann sage ich Login. Und lass meine Texte jetzt direkt in die Plone-Installation übertragen. Ich wechsle einmal in diese Plone-Website, die wir eben schon mal gesehen haben. Aktualisiere das Ganze einmal hier, die Übersicht der vorhandenen Artikel. Und siehe da, ich habe meine Texte, die ich jetzt in der Bearbeitungsfunktion hier sehe, direkt im Content-Management-System und kann hier weiter damit arbeiten. In der App kann man es natürlich noch weiter treiben. Wir haben auch hier Bildgenerierung über KI mit eingebaut. Das heißt, wenn ich jetzt ein passendes Bild brauche, zum Beispiel 3 Wanderer, sagen wir mal, im Baskenland, dann frage ich auch hier die KI ab, ob denn da was erstellt werden kann für unseren Blogbeitrag, für unseren Reiseblog und bekomme einen Vorschlag zurück mit 3 Wanderern im Baskenland. Wenn mir das gefällt, kann ich es in meinen Text hier übernehmen und kann es letztendlich dann auch zu Plone übertragen. Ja, das ist das, was ich mit dieser Demo kurz zeigen wollte. 2 Varianten, wie wir in Plone und in Volto, in Plone Classic und in Volto mit KI zukünftig vielleicht arbeiten könnten. 2 Vorschläge dazu. Wer sich dafür interessiert, wie das in seiner Website aussehen könnte, der mag mich gerne kontaktieren. Da unten habe ich mein LinkedIn-Profil verlinkt. Vielen Dank fürs Zugucken für heute. Tschüss.